Hallo an alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Power-Tutorial. Und in dieser Episode geht es um den Player-Transmitter. Und der Player-Transmitter ist meiner Meinung nach eines der besten Items, die der Mod mitbietet. Weil ich für meinen Teil kenne kein Item, was eine ähnliche Funktionalität so bietet. Der Player-Transmitter wird in der einfachsten Version, also es gibt die T1-Version, T2, T3 und so weiter bis T7, wird in der ersten Version hergestellt aus zwei Basic Capacitors, in der Electric Casing, Player Aerial Pill und The Electric Rod. Okay. Dieser Transmitter benötigt Strom auf jeden Fall. Das heißt, den schließen wir hier einfach mal entsprechend einmal an. Dann haben wir hier den Transmitter. Und dieser Transmitter funktioniert folgendermaßen. Das bedeutet, ich habe hier verschiedene Binding Cards. Und diese beiden Binding Cards, die eine Binding Card ist für die aktuelle Dimension, also für die Overworld. Und die zweite Binding Card, Dimensional, die ist für die für sämtliche Dimensionen. Und wir schauen mal, was das Ganze bedeutet. Also wir aktivieren das Ganze mit Shift und Rechtsklick. Dementsprechend ist das hier schon mal gemünzt auf mich. Und ich packe das mal einmal hier entsprechend rein. Und der Effekt ganz einfach dahinter ist jetzt zumindest bei der einfachen, dass wir einmal sehen, okay, unsere Mechasuit Body Armor wird aufgeladen. Unser Atomic Disassembler wird aufgeladen und an der Stelle wird auch noch der andere Player Transmitter aufgeladen, der sich noch bei uns im Inventar befindet. Bedeutet, unsere ganzen Items, egal ob wir sie tragen oder ob sie bei uns im Inventar sind, werden aufgeladen. Wenn ich jetzt die Dimensional Binding Card verwende, dann geht das sogar über Dimensionen hinweg. Also wenn ich mich im Nether befinde oder wenn ich mich in einer anderen Welt sozusagen befinde, dann wird mein Equipment wireless, komplett wireless, aufgeladen von dem Player Transmitter. Und das gibt es, das ist somit eine der ersten Funktionalitäten, die ich so kenne, sonst bietet das so an der Stelle kein Mod in der Form halt an. Also ich kann mich jetzt hier auch komplett hier wegbewegen, also das Zeug wird trotzdem noch aufgeladen. Also ich bewege mich jetzt hier einfach mal so weit. Ich denke, dass es geht. Also was heißt ich denke jetzt, dass es geht. Also es geht überall. Also es ist egal, wie viele Blöcke ich mich davon entferne, sofern ich mich jetzt, da die Binding Card für diese Welt halt ganz einfach oder für diese Dimension festgelegt ist, komme ich überall hin und kann das entsprechend nutzen und mein Equipment wird aufgeladen. An der Stelle war's das. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis demnächst. Ciao.